Alltäglicher Umweltschutz kann durchaus einfach sein. Darauf macht der weltweite World Cleanup Day, zu Deutsch Aufräumtag, aufmerksam. In Nienburg wurde der Aktionstag, der nun zum dritten Mal am 19. September stattfand, von dem 21-jährigen Jan Kassen-Welsand durchgeführt. Der Nienburger ist Gründer der Initiative Heb es auf. Rund 35 Personen hatten sich dem Studenten am Samstag bei der Aktion für die Umwelt angeschlossen. Die Aktion ist die erste, die Welsand eigenständig organisiert und durchgeführt hat. Gleichzeitig sollte jeder Teilnehmer zählen, wie viele Müllstücke er oder sie in den 3 Stunden zusammensammeln konnte. Das ist vor allem das Ziel, dass man den Müll, den man sammelt, auch zählt, wegen der Aktion Hitting 1 Million for Harper. Es geht darum, vor allem einfach nur 1 Million Müllstücke zu sammeln. Das mache nicht ich alleine, mit vielen anderen Müllsammelaktionen mache ich das zusammen, mit der ganzen Welt mache ich das zusammen quasi. Und darum geht es vor allem heute. Müll aufheben, Müll sammeln, nachher zusammenkommen und das eben auch zelebrieren gemeinsam, dass man so viel Müll gesammelt hat. Die Teilnehmer starteten am Samstag um 10 Uhr, bewaffnet mit Handschuhen, Masken, Müllbeuteln und Zangen und bewegten sich in alle Richtungen. Um 13 Uhr wurde schließlich auf dem Parkplatz von Heka Möbel und von der BAWN aufgestellten Containern eine Müllbilanz gezogen. Unterstützt wurde Welsand auch von Simone Runau. Ihr gehört die Concordia Versicherungsagentur in Wietzen. Ja, das sind Taschen, die unsere Concordia Stiftung aus Hannover gesponsert hat für diese Aktion. Wir haben eben aktiv vor Ort, um eben einfach nachhaltig den Leuten zu zeigen, man kann das nicht nur einmal machen, so wie heute bei dieser schönen Sommer-Herbstaktion, sondern eben einfach auch im Familienkreis. Ich mache es mit meinem Sohn zusammen, dass man einfach mal so ein bisschen die Augen auf hat und nicht eben einfach alles irgendwo in die Gegend pfeffert, sondern so ein bisschen achtsam mit unserer Umwelt ist. Und da ich eine Concordia-Agentur habe, weiß ich eben, dass wir auch eine Stiftung haben, die eben vom Thema her das auch auf dem Schirm hat. Und deswegen habe ich das für heute hier vermittelt. Kleine und große Sammler brachte der American Football Verein der Riburg Raptors mit. Sie nutzten die Gelegenheit, sich gemeinnützig zu engagieren und ein wenig Werbung für sich und den Verein zu machen. Die Saison ist halt ausgefallen und da muss man ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Und wir hatten das letztes Jahr schon angedacht tatsächlich. Und da kam uns jetzt diese Aktion sehr zugute. American Football ist echt ein Familiensport. Das ist eine große Familie und auch wenn wir wieder Heimspiele haben, lade ich sie gerne mal ein. Das ist wirklich familiär dort. Und unser Verein ist halt so, dass wir auch nicht nur Sport machen. Wir wollen halt auch so ein bisschen was Gemeinnütziges machen. Auch dafür halt dastehen, dass wir auch solche Sachen halt wahrnehmen. Ganz gleich, ob sportlich motiviert, besonders umweltbewusst oder ein erfrischender Spaziergang. Die Helfer haben am Samstagmorgen Nienburg ein wenig sauberer gemacht. Tatsächlich konnten sie nämlich rund 9.500 Müllstücke zusammensammeln. Einen Großteil haben dabei gebrauchte Zigaretten ausgemacht. Die Stummel sind besonders schädlich. Weltweit landen 10 Milliarden täglich in der Umwelt. Dabei werden fast 80% achtlos weggeworfen. Sobald es regnet, landen die Giftstoffe im Grundwasser. Für Welsand ist auf jeden Fall klar, es wird nicht die letzte Aufräumaktion in Nienburg gewesen sein.